null Zuschauer, ne? Das fand ich schon gut aus. Ups. Servus, der Mann, grüß euch, die Buben, herzlich willkommen zu meinem neuen Sonntagstream. Heute wieder mal wir von ATS. Ich habe ein paar neue LKWs, also neu, sind nicht die alten, nur halt auf der 1,49 neu gemacht. Ich hole euch einmal ins Spiel und schauen wir mal, was wir fahren können. So habe ich nichts gemacht auf der Karte, außer ja, ein, zwei LKW getauscht. Beziehungsweise, wie gesagt, ups, ich muss ins Spiel noch einige. So, jetzt bin ich drin. Ja, was habe ich? Ich habe den K100, den W900, das ist mein Heavy Haul LKW. Ja, Hellgrey gefahren. Mir gefällt das Ding halt, ne? Dann habe ich natürlich meine ganzen W900. Also die International, die 990er, die sind alle gleich, die haben alle dieselbe Maschine drin. Ein Volvo, der ist mir mal überblieben. K100E, also da man sieht, ja, müsste man sehen. Mein 379er, den was ich immer habe, die haben alle kein Navi, außer der Volvo und die 800, das Spuckerl. Allerdings schalte ich das aus, weil ich kann nicht mit Navi fahren. Also kann ich schon, aber ich will nicht. Das ist nicht so meins. Ja. Neu in der Version sind eben die Gebrauchtwagenhändler und so weiter. Und also Gebraucht-LKW-Händler heißt es ja. Und anderes Zeug. Und ich hätte gesagt, mir schauen wir mal wegen einem Auftragsangebot. Aber ich weiß eh, was ich fahren will. Also ich bin jetzt in Idaho Falls und ich möchte fahren sowas da. Und das ist gleich ums Eck normalerweise. Die Schwertinger, die sind gleich gegenüber in Idaho Falls. Ich hätte gesagt, wir fahren einmal so ein Schwerloster und dann schauen wir weiter. Ja. Wie gesagt, ich habe bei dem W900 ein paar Mods drauf, dass eben die Dinger nicht drauf sind. Also, dass ein altes Armaturenbrille hat. Das ist jetzt Nvidia Broadcast, funktioniert mir gerade nicht, warum weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich mache mal Musik. So. Ich glaube, das muss ein bisschen leiser dran. Ah, von mir geht's.
Der hat eine relativ lange Übersetzung, also eine relativ kurze, sagen wir so. So, da muss gleich irgendwo das Heavyhole sein. Ich schau mal kurz auf die Karten, wo die Firma ist. Bin ich jetzt falsch? Gekacke. Ah, wo? Ich muss einmal schauen, wo das zum Holen ist, das Zeug, Sekunde. So. Ja, mein Apple, das ist gleich gegenüber. Dann war das doch woanders. Das hat immer 70.000. Das sind ziemlich gleich von der Dinge. Ja, kann man. So. Aber wo ist das jetzt? Toll, der zeigt mir das nicht an. Ja, und wo hole ich den Dreck jetzt? Was soll denn das jetzt? Von welcher Firma geht das weg? Großes Silo. Ja, toll. Ich sehe das auf der Karte nicht, ich weiß nicht, wo der Scheiß zum Holen ist. Toll. Beim Futomi fahren? Glaub nicht. Gibt's doch nicht. Wieso steht da nicht, wo das zum Holen ist? Überall steht's dabei, nur bei den Schwertransporten nicht. Lol. Ist natürlich super, wenn das nicht angezeigt wird.
Bringt mir der ganze Dreck nichts. Für was habe ich den LKW ausgesucht? Scheißspü. Aber da sicher nicht. Ja, sag ich ja, dass es da nicht ist. Geht das sehr zum Ruin. Ja, so viel Möglichkeit haben wir ja nicht. Beim John Deere hinten. Ein Home Depot glaube ich nicht, dass das zum Holen ist. Wieso wird das nicht angezeigt? Also gut, wir fahren einmal raus, fahren einmal auf die 20er und dann durch bis zum John Deere hintere und aus. Wenn es dort nicht ist, nehme ich einen anderen LKW und aus. Der hat auch keine Geschwindigkeit, der scheiß LKW. Versteht es nicht. Das kann nur beim John Deere sein.
Nicht, da kannst du mit der fünften weggefahren, so viel Kraft hat der. Servus Flo. Wieso geschöder? Ja, ich finde den Auftrag nicht, bei den scheiß Dinger steht das nicht dabei. Integrieren wollte. Ja, hast geschafft irgendwie. Und ich stehe auf der falschen Spur, jawohl. Ich muss gerade weiter. Oklahoma ist recht schön, ja. Aber ich stehe da irgendwie im Stau. Ja, das könnte aber auch passieren, Flo. Mit dem LKW. Ja, relativ lange Übersetzung hat. Ah, relativ kurze. Ach Gott, ich tue mich da immer. 5 zu irgendwas, also 5, irgendwas haben wir Übersetzung. War ein Jahr auf schwer 600 PS. Dafür kann ich auch mit der hohen Fünfer wegfahren. Und verschalte mich gleich. Hätte ich eher auf der Spur bleiben können. Aber weh. Hoffentlich ist da der Schwertransport. Ah, nicht. Dann nehmen wir den. Oder das ist sofort. Bist du gelähmt? Wohin dann blödesten?
Das ist kein White Load, den kann ich nicht nehmen mit dem. Ja. Das ist auch ein Mod. Na, sorry. Ich nehme einen anderen LKW, mir geht das am Arsch. Das ist ja idiotisch, das ist ja. Das ist ja nicht normal, das ist ja. Ah! Hier vor mein Spuckerl. Da fährt wer mit dem 371, mit meinem alten fahren wir, mit dem, was ich immer fahre. Oder schauen wir uns den 900 an, aber der ist. Ja. Ich fahre mit meinem Lieblings-LKW. Besser ist es. So. Licht. Fenster runter. Oh, da gehen wir gleich tanken. Ich drehe jetzt schon seit Stunden. Hier so meine Runden. Ich glaube, wir sind voll. So, jetzt fahren wir zu irgendeiner Firma und nehmen Sie irgendeinen Auftrag. Ja, ist aber nur Energy. Halt, falsch, nächste. Es ist natürlich gut, wenn man die Firma gleich vor der Tür hat. Weil da braucht man nur einen Auftrag auch nicht mehr. So, da, nach Piers. Jutta. Das ist einfach, da fuhr man nur auf der 89er runter. Über Salt Lake. Nach Bryce. Den 81 ist schön zum Fahren, den bin ich schon gefahren. Das Einzige, ich will da an. Ich will kein Double fahren, ich will einen Einfachen fahren. So einen fahren wir. Ja, so einen fahren wir. Hört man die Musik, Flo? Oder muss ich Spotify ein bisschen lauter machen? Ah, nehmen wir den, der ist schöner.
Leitungsmasten zu Chevron nach Price. Die stehen dann wahrscheinlich da drüben. Wo stehen die? Kurz einmal auf die Karten schauen. Tokio, da drüben stehen sie. Ah, da stehen ganz okay. Price, keine Ahnung, wie man das ausspricht, Flo. Einmal sagen, das passt so halbwegs. Na? No? Das piepst aber jetzt laut. Prost. So, wir müssen. Den 81. Das heißt rechts oder links, das kann ich mir auch sagen. Ich fahre links. Also außer links. Und dann einmal auf der 81 nach Süden. Salt Lake. Bravo. Logan, Jackson, okay. Na, das schreibt sie aber mit P, so wie der Preis. Deswegen muss ich den Workshop stöbern. Olmert, bin ich richtig? Mach mich groß. Ja, ich bin richtig. Ja, was Kiksel?
Mahlzeit, Gigsel! Bei uns hat's gestern geschneit, aber nicht viel. Wir waren letzte Woche am Christkindlmarkt am Spittelberg und nächste Woche fahren wir auf vier Städten raus. Also letzte Woche waren wir öffentlich. Da habe ich mir ein paar habe ich mir natürlich was zum Trinken kaufen können. Momentan, nächste Woche fahren wir mit dem Auto, da geht's nicht, das ist auch klar, ne? Warum ist das jetzt gehängt? Oh, was haben wir da? Hört sich überhaupt was von der Musik? Dann mache ich es ein bisschen lauter. Mir ist egal. Na? Ja, das scheiß OBS hat ein Update gehabt, jetzt ist mal alles verstellt und. Haben wir gleich.
So besser. Aber jetzt müsste es passen, oder? Ja, weiter kann ich nicht. Ah, ich hab's bei mir auch ein bisschen leiser gemacht, vielleicht deswegen. Wunderbar. Hauptsache man hört mich noch. Jetzt habe ich noch gewirkt. Ja, man soll nicht mit der Handbremse wegfahren. Genau. Nix Vollgas, ich darf nur 35 fahren. Der war gut, ja. Immer 5 km/h drunter, sonst kriegst du eine Zwangsbremsung, ne? Hoppala. Raser, ja. Ja, Kixl, aber ich fahre nicht mit dem Zug, also. Augenmaß AFB, ja, auch nicht schlecht. Alter, wieso hab ich da die Uhr auslassen gerade? Ja, das haut gerade überhaupt nicht hin. Genau. Das. Ich höre nur das, was mir Spotify vorschlägt, du Kixl. Das 1, 2, 3, 4 sagt mir gar nichts. Auf die Garen. Okay, 89 Süd, wir sind noch richtig. Wieso ist mein OBS jetzt die ganze Zeit rot?
Was ist denn das für ein Kack schon wieder? Es hat die ganze Zeit funktioniert und jetzt auf einmal spinnst du mal dumm. Abi! Glaube nicht, dass daran liegt, dass du. Ja, das ist aber immer so, Flo. Wenn du da länger nicht streamst, dann spinnt der Dreck. Ich glaube, ich weiß aber, woran es liegt. Wart kurz. Hab das ein bisschen. Jetzt geht's. Na, geht nicht. Es darf doch jetzt nicht wahr sein. Wie kann YouTube Faxen machen, Kixel, wenn wir auf Twitch sind? Erklärst du mir das? Jetzt brauche ich mich eh auch noch. Ja, jetzt hat er sich wieder da gefangen, ein bisschen, aber. Nein, es rennt wahrscheinlich eh flüssig, weil wir nur auf 53 FPS anstatt auf 60, aber trotzdem. Bist am Weg in den nächsten Sandale. Kalifornien, stopp.
Also auf Deutsch sagt nicht stehen bleiben. Della ragazza. So, jetzt probiere ich was aus. Jetzt nehme ich eine Motor aus. Und schau, ob es down geht. Und weg damit. Reservieren. Aber mal der Potente, den habe ich dezente. Bomber. Das sagt mir jetzt auf die Garen nichts. Aber auch mit dem Celentano, oder was? Ich glaube, mit dem Celentano war das, ne? Den Blödsinn. Ah, du meinst Ding, das, wo der Fußballtrainer ist. Ja, kommt. Na, schauen wir, ob es jetzt geht. Ja, die haben aber so ein. Und der Grafik geändert und so, und deswegen wird es wahrscheinlich nicht so gut gehen. Boxtrainer? Nicht Football? Ja, keine Ahnung, ich hab das schon so lange nicht mehr gesehen, die ganzen Bud Spencer Filme. Ah, ich wollte das wollte ich machen, genau. Sorry, aber das geht mir die ganze Zeit schon am Arsch. Ich hoffe, dass das ein Workshop-Motor. Aber die Straßengeräusche sind so grauslich. So. Hä, die habe ich?
Ja, die habe ich aber nicht aktiviert, na ganz geschickt. Drin habe ich es aber aktiviert, habe ich es nicht. Gescheit gemacht. Jetzt klingt es wahrscheinlich gleich besser beim Fahren. Aber der Wind war so fürchterlich. Na, dann fahren wir weiter. Ich hoffe, dass das jetzt passt. Aber das war so laut. Ja, ich hätte die Einstellungen auch zurückdrehen können, aber. Ja, ist besser. Dass ich überhaupt weiß, wo wir hinfahren mit der ohne GPS, gell? Na, das ist. Wie werde ich kommen? Schauen wir mal. Ui! Wackel, wackel. Ich schätze mal, dass wir es schaffen bis zum Ziel, aber. Landstraßen vorne im ATS ist genial, darum habe ich mir auch die Routen ausgesucht. Jetzt furzt er wieder schön, weil ich die Airbrakes an drin habe. Oder?
Nahverkehr habe ich jetzt nicht hochgeschraubt. Nein, ich habe den Verkehrsmotor einmal rausgenommen, weil er mir zu viel rot war, aber anscheinend. Ja, aber der Landstraße ist eh nicht so viel los, Keksel. Ich muss mir die andere Verkehrsmotor einmal holen, die müssen halt eh schon aktualisiert sein, die was ich immer habe. Ja, es ist. Oh, da geht's ganz schön hoch. Aber ich finde die Strecke, die 89er, ist so schön zum Fahren. Weißt du, alles hast du. Hast. Oder? Schön mit der Checkbring. Ich habe auch keine Jazzy-Kette und nichts drauf. Ja, aber ATS-Landstraße ist insofern Vorfahrt, weil du nur in 60er fahren kannst. Ah, ETS. Das ist das Problem beim ETS. Da hast du, weißt du einfach. Ich kann da genauso 55, 65 fahren auf der Landstraße. Nein, aber. Ja, nicht überall, ich weiß, aber. Super. Jetzt haben wir die Grünphase verquatscht. Aber schau da, was der Verkehr ist. Da brauche ich die Kaffeeverkehrsmotor doch nicht, oder? Aber ich weiß nicht, warum er das. Seit dem Update von den OBS spinnt das total. Und ehrlich gesagt, mir geht die Jazzy-Kette Automat gar nicht runter. Ich schaue eh nicht so auf die Autos. Hauptsache, es fährt was immer dumm. Ja, Keksel, du hast nicht, aber schau, was da.
Bei uns hast du auch nicht immer viel Verkehr. Ja, man sieht die Hand zum Schalten, cool. Ist eine größere Stadt. Wo sind wir denn eigentlich? In Logan. Jetzt fahren wir auf der 15er dann runter bis. Und dann Abfahrt Bravo. Da müssen wir hin. Also 15er Richtung 2er Richtung 189, also. Na, wieso Bravo? Na, nicht Bravo. Nächste. Ja, gehen wir entweder Bravo fahren oder die nächste. Das ist wurscht. Auf der 6er umme. Jetzt müssen wir mal auf die 15er Süd. Aber grafikmäßig schaut es gut aus. Überhaupt jetzt sind da am Abend. Ne, jetzt Mittag. Das ist 12:30. Da habe ich mich das letzte Mal verfahren, deswegen bin ich gleich rechts gefahren. Ja, ich bin ja nicht blöd, weißt du, was ich meine? Ich fahre ja Strecken, was ich schon gefahren bin, wo ich weiß, wie ich. Weißt du, was ich meine? Sonst stehe ich ja als Volldepp da, ne? Ja, es könnte halt stückelweise ein bisschen mehr Verkehr sein, aber dann staut es in der Stadt wieder. Ja, Five Head Move, genau. Nein, mir gefällt die Strecken einfach.
Und ich finde, so schlimm sind die Original. Wageln nicht. Hauptsache die gefälschten Tesla haben's drin, ne? Ich glaube ja. Ich kenne mich mit den E-Schüsseln nicht aus. Ups, wir stehen am Rand da. Naja, scheiß auf, Baller. Da musst du aufpassen, dass du mit dem Arsch nicht hängen bleibst. Bleib steh vor mir! Ja, da auf der Autobahn ist mal wieder ein bisschen zu wenig los, aber. Was war jetzt? Schnell oder was? Servus, Robert. Kann ich auch. So. Schaut da die Deppen an, was wollt ihr für Stiefel zusammen? Grutze Fixer schon. Nix Raser. Hallo übrigens. Der 70 gefahren da.
Echt wahr. Doch, doch, Kixler. Ja, das ist Autobahn, was weißt du? Wir müssen zur 6er, also wir können noch gerade fahren. Einer 50, nö. Bin jetzt sicher zu weit gefahren. Schauen wir sich jetzt aber mal nach. Na, da haben wir noch. Eins, zwei, die zweite müssen wir raus. Ja, müssen der Interstate sein. Irgend sowas sicher. So wieder. Das ist aber noch nicht. Nächste. Jetzt ist er wieder kurz gehängt. Ja, Kixl, haben wir eh schon geredet einmal. Wenn du umfährst, fahr um. Mir hat's taugt. Ah, ist eh angeschrieben. Preis, da haben wir es schon. Na, der Rausch war ganz schön vorbei. Weil sich die Ampel gut. Ja, jetzt haben wir frei.
Aber sind. das neue Ledersystem vom ATS schaut auch gut aus. Also die Skyboxen. Aber ehrlich gesagt, leben möchte ich da drüben nicht. So. Wir fahren direkt eine auf Price. Wo müssen wir hin? Oh. Die 55er West. Schauen wir mal, das schaffen. Aber so zum Umadumgurken drüben ab und zu mal, ja. Anschauen. Es ist halt alles riesig da drüben, das ist. Ich meine, andererseits, ja, ja, was, fährt mir eine und ich krieg die Strafe. Ist der angeschüttet, der Trottel? Also Bremsen oder Gurde? Ja, wir lassen es nicht mehr rein. Weißt du, überhaupt durch Corona und 9-11. Damals ist es noch gegangen, da hast du es im Flieger ausgefüllt. Jetzt mittlerweile mit den Vorstrafen. Ah, Preis ist auch geschrieben. Aber das ATS ist mittlerweile schon so gut, du brauchst fast keine Grafikmods mehr. Aber da kommt sicher auch wieder was. Nein, es war früher viel einfacher. Den 90er Jahren bist du einfach umgeflogen. Hast das wie so im Flieger ausgekühlt und das war's. Jetzt musst du auf die Botschaft und was weiß ich was alles vorher. Ich meine, ich weiß nicht, ob es für eine los ist. Ich hab's nicht probiert, aber ich glaube nicht. Na, jetzt verlost ihm die Kraft ein bisschen.
Ich glaube, selbst geflogen. Ehrlich gesagt. Kann man es wirklich nicht vorstellen, dass wir noch mal eine lassen. Warum soll ich mich ausfangen lassen, wenn ich Urlaub mache? Hallo? Nö. Hab ich gar keinen Bock drauf. Das, was ich sehen hab wollen, hab ich gesehen. Der lässt mich rein, ich glaub's ja nicht. Müsste aber bald mehr Abfahrt kommen. Warte, mit der Süderer komme ich rein. Ich hab eh nicht da. Das war zu viel zurückgeschalten. Bin ich richtig? Ja, ich bin richtig. Ich muss bis hintere. Der Donald wird schon richten. Ich mag ihn nicht. Ist Trompeterl.
Na, müssen tut man eh nicht mögen. Also, was ist das für Gegend da? Tiefste Provinz haben wir da gerade. Links, rechts, gerade. Ich hoffe, ich bin noch richtig. Ja, viel Sandler sind da. Fahren wir da rum, ne? Links war halt gescheiter gewesen. Ich weiß nicht. Das schaut doch gut aus, oder? Ich bin falsch gefahren. Ja, super. Aber dafür haben wir was aufgedeckt. Dann fahren wir nochmal zurück. Warte, ich schalte. Ich schalte es jetzt ein, weil wir wissen, wo es da hingeht. Okay, da geht's nicht mehr weiter. Ja, links war halt gescheiter gewesen. Alter, wo fahr ich denn da hin? Hallo? Na geh! Okay. Es ist ein Soundkistenspiel jetzt gerade. Ja, da gibt's noch irgendwas. Super. Voll in der Pampa, da kannst du nur verfahren ohne Navi. Das geht gar nicht anders. Okay, da geht's nicht weiter. Na, hätte es sein können. Alter, wo ist die Straßen? Hallo?
Du fährst halt noch ETS? Ja, es ist ja cool, aber. Aber da rein und rausfinden, hallo! In Schweden. Und tschüss. Ich mag da nicht reinfahren. So, was haben wir denn da? Autobahn. Nach den warum? Könnte man um und um anfahren. Aber das ist auch schneller, ach Gott. Nein, wir wechseln LKW und fahren was anderes. Wir fahren mit. Nee. Denn? Oder wir fahren mit Spuckerl. Den nehmen wir. Jetzt fahren wir mal Cape aber. Jetzt nehmen wir sie noch einen Hänger. Lust voll stöhnt. So. So, wo fahren wir hin? Entweder wir nehmen sie einfach irgendeinen Hänger, also irgendeinen Auftrag, oder den Load King, aber der ist halt schwer. Oder ein Old Rattle. Da haben wir noch so einen. Oder den. Waren wir Viecher, ne? Ja, nehmen wir Viecher. 13 Stunden. So, Auftrags. Ach Gott. Danke. Aber Brenner tat's gut. Müsste das sein. Also beim Kraft können wir es holen. Wieder da oben. Dann fahren wir mal, schauen wir mal, wo der Kraft ist.
Da hinten. Also, außen, rechts. Ah, das ist das, wo ich mich schon mal verfahren habe. Ja, der ist ein bisschen lauter, der Motor. Ja. Oh, griechischer Wein, na bitte. Genau der, ja. So, da war ich eh schon ein paar Mal hinten. Ich finde die Farm ist so schön da. Ne Kuh. Und der Kölbe, mein Lieb.
oder? Ja, das haben sie. Liebe zum Detail haben sie. Da kennt man auch, ab Provo kennt man wieder. Aber da sind wir wieder in der Gegend, die will was anderes fahren. Ah. Das ist wieder dieselbe Strecken, aber. Nach Retten, genau, das schaut gut aus. Ja, können wir mitnehmen, ein Ketchup, klar. So. Dann nehmen wir den noch Retten, aber. Da haben wir auch viele Bundesstraßen zum Fahren. Ich meine, wir können Autobahn auch fahren. Ich schätze einmal, der steht wieder da hinten. Warte mal. Ah, der mal steht da drin. Kurwa ist das laut. Ah! So, jetzt schauen wir uns mal die Route an. Können wir da runterfahren, ja? Auf Rock Springs. Dann auf der 13er. Auf Steamboat Springs. Ja, wie fahren wir? Ich hätte gesagt, einmal auf der 191 bis Rock Springs und dann schauen wir nochmal in die Karten. Sechsundzwanzig Süd. 191 Süd. Dann kommen wir bis Rock Springs. Dann müssen wir aber Richtung Westen. Ja, dann können wir aber über Schäden auch fahren. Das können wir sich dann aussuchen. Weil wir kommen nicht wirklich. Ja. Können wir gleich über Schäden fahren, ja klar. Glaubst du, dass drei sind? Ich werde mich böhnen. Sechsundzwanzig, 191 Süd.
Aber es macht richtig Spaß, wenn man das ohne Navi fährt. Aber Deutsch ist eh gut. Schmecken es wenigstens besser. Die armen Kühe. Rock Springs. Aber weißt du, was schlimm war? Wenn wir bis wir dort sind, die Kühe scharf waren. Na, der war blöd, ich weiß. Ja, wenn es Truthahner werden, das wird dann lustig, ja.
Die Checkbrick ist ein bisschen laut bei dem, tut mir leid. Funktioniert einwandfrei, das mit der automatischen. Mit dem automatischen Fernlicht. Ja, ich habe mir wieder mal die schönen Gegenden ausgesucht. Lesen und fahren ist ein bisschen schwierig. Ja, hat gerade abblendet, blendet wie im anderen an. Dann brauchen wir mit normalem Licht, ist eh noch hell genug. Oder? Der hat einen Motor drin, der was dabei war. Sieht man Mond? Ich glaube ja.
Dann wir müssen auf alle Fälle, dann warte ich schon mal auf die Karten. Auf der 80 um auf Cheyenne, ja, ist am Aufwuchs und dann auf der 25 oben. Ist am Aufwachsen. War mal heibe. Kurze Pause, ich brauche was zum Trinken. Muss kurz einmal austreten. Warte, ich schalte euch am Pausenbildschirm. So, bin wieder da. Wollen wir weiter? Bin schon wieder da. Moment, da. Und jetzt passiert. Ja, das muss natürlich ein Kieberer sein. Ist ja klar.
Ich lass mich mal anschleppen. Ich glaube, ja, man sollte vielleicht vorher auf Pause gehen, wenn man sich aussetappt aus dem Bildschirm, ne? Aus dem Spiel. War vielleicht sehr sinnvoll. Aber jetzt seht ihr gleich das neue Reparatursystem. Kann man reparieren, kann man reparieren, kann man reparieren. So. War da eine Idee gewesen, ja? So. 11:30, na super. Das heißt, wir müssen auf die 80. Wie komme ich da von da jetzt auf die 80? Ah! Also, einfach. Also. Das schaffe ich. So da. Kurrost, ja, aber jetzt brauche ich das Fernlicht eh nicht. Nächste Abfahrt ist 25 Süd. Aber jetzt, hoppala, aber jetzt mache ich den Fehler nicht. Los, Kinder. Oh, das ist ein Tunnel, ha? Ja, Fenster auf und Vollgas. Im Tunnel. Zurückschalten und gib ihm.
Was glaubst du, was das für Hits war mit dem Firebird? Genau, Kiksel. Ja, das ist eine Pflichtnummer. Ja, es ist auf YouTube nachher, ist der nicht so interessant, der Stream, wenn wir keine Musik haben, aber das ist mir blunzen. Jetzt rennen sie wieder mit den FPS, komischerweise. Ui! Ja, wir fahren eh noch Autobahn, da ist... Blunzenkressel! Ja, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, stimmt. Nein, ich hab mir jetzt so ein Ding geholt, so ein Airfryer, so ein Heißluftfritter oder was das ist. Das ist nicht schlechtes Zeug. Aber zum Bedienen habe ich das andere gemacht, braucht, weil ich bin Stepper dafür. Weißt du? Männer und Technik. Ja, was der zum Dampf verlassen, ne? Wenn ich mal heiß bin. Nein, aber die depperten, fertigen Schnitzeln, wenn man die kauft, die werden im Poker immer so leid, schaut. Wenn man dachte, das ist besser und es ist auch besser. Ja, ich stehe am Schreibtisch zum Reagieren, genau. Gab's jetzt noch, hä? Ah, das hat glaube ich auch noch niemand gemacht, das ist richtig, ja. Zwei ist gleich. Links unten im LKW. Aus die Uhr. Ich
Ich glaube auch, dass das noch ausgeht. Aber ich sehe den Blenden, da soll ja ein Mond sein. Ich weiß, dass er ein Mond ist, aber heute sieht man nicht. Nein, man sieht ihn nicht. Geh lieber wieder rein. Ja, das war gut, dass ich wieder reingegangen bin, genau vor der Kurve. Na, was hast du vor, Schlechte? Genau. Hätte auch einen Blinker ein bisschen früher geben können, der Habakuk. Ja, das ist auch irgendein Playlist-Kicksel. Ja, wird eh besser sein, wenn er das macht. Sonst schiebe ich ihn an. Kennt er gar nichts. Achso, ich hab keinen Reifhüter vorn drauf. Muss man auf den einen Reifhüter vorn drauf haben, dann kann ich ihn ausschieben, auch schön. Wieder so Schlaftabletten von mir. Dann wird's höher. Schulz. Nein, ich muss mir da was einfallen lassen. Das ist. Hat sich alles verstellt durch das OBS-Update. Hat man das gehört? Es hier, da ist 75 erlaubt und die fahren an 40er. Ist aber leider die normale Version, wahrscheinlich. Aber siehst du, ich bin mittlerweile so weit, dass ich das gar nicht ausreizt mit der Geschwindigkeit, außer manchmal. Jetzt kommt er mal mit Kloster her, Alter, red Deutsch. Ich weiß, was du meinst, ja. Sagt man das bei Rai? Ich hab mir gedacht, das ist in Kärnten mehr. Schau, halber Vierer, die Zeit rennt, ist ein Wahnsinn. Also in den Spielfeld geht die Zeit echt schnell.
Ja, Herrn ist normal, Kixel. Hörst mich? Ja, siehst mich? Na, dann brauchst du eine Brille. Da kannst du gleich losen, ja. Ja, scheiß Abballer. I love alcohol. Ups. So ist wahrscheinlich sein, ja. Genau. Lebt da nur einer davon, oder sind da schon alle? Auf gut Glück, weil ich keine Scheinwerfer sehe. Happy Jack Road, na, auch nicht schlecht. Ah, nur er, das war der Porter, oder? Der älteste, ne? Ich glaube, als erstes ist der Schlanke gestürmt, der jüngste, ne? Ja, wurscht. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Eben 2003, denke ich mal, ja. Die haben aber mehr wie das eine gehabt, Kixel. Die haben etliche gehabt. Die Bitches. Warte mal. Saus müssen wir. Du kennst sicher mehr. 100 Pro. Ich will jetzt aber nichts suchen. Juwine gehen zum Beispiel. Das war glaube ich so. Wo fahren wir denn eigentlich hin? Aber gut, gell?
Warte einmal. Mir vor, bevor man nie. So ein Hirn muss einmal verfeuern. Hallo? Ah, nach Red Nove. Pack's dann auf Spotify eingeben. Und zwar können wir beim Cat dann rein, na gut, vor dem Cat. Das merke ich mir eh wieder nicht. How deep is your love gibt's auch, ja. Du kennst sicher ein paar von denen. Das müssen Sie da kennen. Und jetzt bei den Lichtverhältnissen finde ich, kommt die Grafik voll gut zur Geltung. Naja, so jetzt Walk of Life müsste das sein. Ja, bei dem, mit den neuen Skyboxen, Flo, ist wirklich geil. Da ist kein Grafikmod drauf. Das ist so ein Originalspiel. Habe ich grafisch was drauf? Ich glaube nicht. Und wenn dann nur was Unwichtiges. Ja, die Lampen habe ich geändert auf Orange. Motion turning the night time into the day. Woher weiß ich, dass ich da zubefahren muss, Kixl, ne? Mit dem Lichtl auf dem Ding da vorne. Da vorne, da vorne. What? Sieht man's? Sieht man's? Da! Jetzt ist es grün! Geht das, krieg ich das hin, dass ich da schön hinzeig? Mein Finger will nicht so wie ich will. Das blaue Kastel, ja. Er war nicht so ein blaues Kastel. Die haben ein bisschen mehr Wagen wie wir.
Aber da ist, glaube ich, anders aufgeschrieben bei uns. Ah, ist noch genug drin. Ja, das ist jetzt meine Musik, meine alte Musik. Der Springstein. Ja, kann sein, ich weiß nicht, wie es heißt. Wir sind in Amerika, da kann ich auf der Mittelspur schleichen. Da darf ich. So, ich muss mir in den nächsten Tagen mal externe holen, dass ich mir war recht schnell. Ich habe keine Ahnung, was die für Prinzip haben. Ja, da war 55 gewesen. Ja, habe ich fürs Rasen kassiert. Ja, wenn du ohne Navi fährst, hast du natürlich auch keine Geschwindigkeitsanzeige. Ja, das ist die Gewohnheit jetzt, dass ich rechts umbeziehe. Das ist. Ah, okay. Ja, umsehe ich auch, aber das kriege ich nicht zum Rennen bei mir. Aber wie gesagt, ich muss mir jetzt eine externe holen. Weil ich will mir jetzt meinen ganz kompletten Trennsimulator, alles was ich habe, auf eine externe hauen. Und die Bibliothek auslagern. Weil gekauft habe ich den Träger auch. Und dann kann ich mir auch wieder die ganz amerikanischen Sachen holen. Ja, aber ist schon schön der ATS, also. Sogar auf der Autobahn. Sogar die Autobahn ist interessanter wie im ETS, finde ich. Weiß ich nicht warum. Und wieder ein Kieberer, eh klar. Definitiv. Sind die Besten. Vorhin ist ständig da gearbeitet. Mustang von hinten, ui!
Ja, weiß ich nicht, Kiksel, ich meine, ja. Der Ding vielleicht, der SnowRunner, aber das ist halt ein ganz anderes Genre mit den Offroad, ne? W, warte mal, wie jetzt haben wir denn schon? So, wir müssen Pueblo noch durch. Und noch der Wog. Ich fahr sicher wieder vorbei. Der Matrana war nicht so gut. Aber es ist halt, SnowRunner ist halt ein frustrierendes Spiel. Der Alaskan-Tracking Simulator, oder wie der jetzt heißt, der finde ich kann nicht wirklich was. SnowRunner habe ich ein bisschen gespielt, nicht viel. Da wäre ich drauf haben, weiß ich nicht, so 100, 150 Stunden oder was, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was ist mit euch? Steh bleiben auf der Autobahn, das haben wir schon gern. Vor allem, wenn ich dann die externe habe, dann kann ich mir auch wieder das Ding holen. DPF2. Möchte ich auch wieder mal was machen. Schauen wir mal. Na, kann ich nicht. Wird nichts bringen, wenn ich auf Steam nachschaue wegen SnowRunner. Weil ich nicht auf Steam hab. Ich hab den auf Ubisoft, glaube ich, ist das. Ich hab den damals, wie er rausgekommen ist, da hat es ihm nicht auf Steam gegeben, ich habe ihn bei Release gekauft. Aber da müsst ihr auch irgendwo stehen, nur müsst ihr den mich wieder in den Installer runterladen und. Also das. Blöde Programm da. Mal mit Tempomat. Nein, es ist ein bisschen hakelig, weil die haben die Lenkradsteuerung nicht so gut umgesetzt beim. Ich meine, sie ist gut, aber damit die Knöpfe und dann hast du greift diese, dann brauchst du einen Controller nebenbei und Lenkrad und wow.
Aber jetzt müssen wir eh bald in Welten sein. In Ratton. Auf Englisch. Stampish. Ah ja, da ist ja irgendein See. Ja, mich wundert es, weil du sagst Blizzard. Das ist sicher heftig gewesen, Flo, ja. Aber weil du sagst Blizzard, warum rennst du nicht? Hat noch kein einziges Mal gerankt im Stream. Was ist denn da jetzt los? Aber ich will die Regenwahrscheinlichkeit nicht aufvertrauen. So, vielleicht drängt sie jetzt. Ja, es kommt ja drauf an, wo du fährst, ne? Nur mit Mod, Kixel, nur mit Mod, Flo. Ja, oh ja, auf der Alaska Map, aber die geht, glaube ich, auf der 1,49 noch nicht. Die wollte ich mir letztens kaufen, die haben meine Kreditkarten nicht akzeptiert, die Idioten. Pech gehabt. Warte mal, jetzt müssen wir doch eigentlich eh bald da sein. Tanken muss ich auch bald. Ja, okay.
Jetzt müsste noch eine Waystation kommen und dann müsste man, glaube ich, wegreiten. Bin ich sicher falsch angefahren. Nein, ich bin richtig. Passt, bin richtig. Da habe ich aber gerade noch gesehen, das Schüttel. So, jetzt kehre ich da irgendwo hintere. Da schon oder der nächste? Fahren wir da mal hintere. Bei der Ampel können wir auf die Dinge. Ja, passt. Bei der Ampel können wir auf die Karten schauen. Das geht ja. Ja, sie werden immer detailreicher. Das ist das. Jetzt stehen auch schon Leute um da um, hocken Leute in die Cafés. Dann bei irgendeiner Waystation gibt es einen Haberer, der was tanzt. Ich weiß aber nicht mehr, bei welcher das war. Ja, ich hasse das Lil, sorry. Das ist besser, ja. Na, Afrika kann ich nicht mehr hören. Huch. Hätte ich da eine müssen. Austrickst! Ernsthaft? Na! Schöne, ja. Ja, genau. Ich pack mich da hinten nicht, das könnt ihr vergessen. Ich hab keinen LKW-Schein. So, Leute, 3 Stunden haben wir.
Und somit was sagst du mein Hintergrund? Somit wünsche ich euch einen schönen Nachmittag und wir sehen uns auch noch bei Maverick wahrscheinlich. Ja, pfiat euch miteinander, aber Spotify machen wir noch aus.